Hallo lieber Widder, schön, dass du auf meinem Kanal bist. Wir werden jetzt schauen, was die kommende Woche für dich bereithält, welche Energien sich hier zeigen. Wichtig ist, es ist eine Kollektivlegung, lieber Widder. Das heißt, du kannst mit in Resonanz gehen, musst aber nicht mit in Resonanz gehen. Du kannst aber gerne auch bei deinem Mond, Sonnen oder Aszendenten nachgucken. So, wichtig ist auch noch zu sagen, bitte nimm nur das mit, was dir wirklich ein Beitrag ist. Und bitte denke dran, jeder ist für seine Handlungen selbst verantwortlich. Karten zeigen immer nur Tendenzen auf. Aber du musst die volle Verantwortung für deine Handlungen bitte selber übernehmen. So, dann möchte ich mit den Tarotkarten jetzt bitte schauen, welche Hauptenergien sich für den Widder für die kommende Woche zeigen. So, was darf ich den Widder für die kommende Woche übermitteln? Welche Energien zeigen sich hier für den Widder für die kommende Woche? Das ist wichtig. So, oh, Ass der Stäbe. Hier geht es mal um Wachstum, meine Lieben. Um etwas Neues. Mal gucken, was ich hier noch zeigen mag. So, wir gucken jetzt mit den Lenormand-Karten für die nächsten 7 Tage, also für die kommende Woche. Was passiert hier bei dir? Um welche Themen handelt es sich? Ja, was ist dir für dich wichtig in der kommenden Woche? So, 7 Karten für den lieben Widder für die kommende Woche. So. So, wichtig ist hier auch, das sind zwar für die nächsten 7 Tage, es muss aber nicht sein, dass das jetzt jeden Tag so genau, wie es fällt, passiert, kann, muss aber nicht, sondern eher, das ist eine Wochentendenz, was so innerhalb der Woche passiert. So, und dann schauen wir nochmal mit den Tarotkarten für den Widder. Wie wird denn der Abschluss der Woche? Wie geht der Widder aus dieser Woche? Beziehungsweise welche Energien zeigen sich noch, die wichtig sind, mit einbezogen zu werden? Eine Karte bitte. Da ist sie. So. Wie der Widder da rausgeht. So, dann schauen wir mal. Das erste ist das Ass der Stäbe. Ja, die Chance, etwas zu unternehmen, sich zu entfalten, zu wachsen, ja. Der Widder scheint diese Woche voller Tatendrang zu sein und Mut und Kraft haben, loszulegen. Es gibt dir eine Chance auf Wachstum, ja, auf Lebendigkeit. Der Widder scheint hier wieder lebendiger zu werden, ja. Er hat wieder mehr Unternehmungslust, ja. Der Widder möchte jetzt wieder hier sich irgendwie ehrgeizig, motiviert zeigen, ja. Möchte ja, neue Möglichkeiten für sich aufdecken und gucken, ja, wohin geht die Reise eigentlich von ihm. Er scheint hier aus den dunklen Wolken den Stab rauszustecken und zu sagen, ja, und jetzt gehe ich nach vorne. Ja. Für den Widder kommen hier irgendwelche Nachrichten. Der Reiter bringt immer Nachrichten mit dem Brief zusammen. Ja. Dem Widder scheint hier etwas in der Vergangenheit sehr, sehr psychisch belastet zu haben, ja. Hier ist von der Energie mit dem Mond, ja, der auch immer so für das Seelenleben spielt, irgendwas passiert, was ihn runtergedrückt hat, was ihn nicht glücklich gemacht hat, ja. Er möchte nämlich wieder hier ins Glück gehen, ja. Diese unruhige Zeiten, ja, verlassen, ja. Irgendwas scheint dem Widder auch noch nicht ganz klar zu sein. Etwas liegt hier noch im Verborgenen, ja. Das Buch ist noch geschlossen. Man weiß nicht, ja. Das hat was auch mit Freundschaften zu tun, ja. Mit irgendeiner Treue. Ist vielleicht der Partner treu? Oder sind die Freunde treu? Beziehungsweise von dem Ganzen kann es auch sein, dass jemand erwartet, dass jemand auf einen zukommt mit Nachrichten, ja. Was sehr interessant dazu ist, nämlich die 9 der Schwerter, die zeigen ja auch immer so ein bisschen sich verlassen fühlen, ja, so ein schlechtes Gewissen haben, Kummer, Traurigkeit, ne, man weiß gar nicht, man macht sich so viel Sorgen und man hat vielleicht Albträume.
Aber man ist irgendwie verzweifelt, man weiß eigentlich nicht, ja. Hier könnte es darum gehen, dass jemand verlassen wurde von jemandem, beziehungsweise verlassen wird, beziehungsweise, das muss nicht unbedingt eine Partnerschaft sein, das kann halt, wie gesagt, auch eine Freundschaft sein. Jemand, wo man jetzt gar nicht mehr weiß, ja, mag der mich noch, will der jetzt eigentlich noch Kontakt, meldet der sich vielleicht nochmal, soll ich mich vielleicht mal melden? Also im Kollektiv der Widder geht es diese Woche anscheinend um sich selbst, ja, um zu gucken, wie komme ich aus diesen dunklen Wolken, aus diesem ganzen Kummer eigentlich raus, ja, wie kann ich diese Belastung, diese Unruhe, die ich hier in mir spüre, wirklich, ja, bewältigen, ja, ich möchte rauskommen, also dem Widder scheint es diese Woche ganz klar zu werden, ich möchte hier raus. Ich möchte hier nicht mehr in so einem Tief. Also für viele Widder kann es sein, dass die hier wirklich so ein bisschen auch vernebelt sind, ja. So ein bisschen sich in etwas befinden, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskommen soll, was ich tun soll. Wir fragen jetzt hierzu nochmal das Seelenorakel, ja. Was ist hier, liebes Seelenorakel? Freundschaften, auch hier zeigt sich es wieder, Freundschaften, ich muss es euch nochmal reinhalten ins Bild, Freundschaften, der Hund steht für Freundschaften, für Treue, ja, und von den Seelenbotschaften ist auch das Thema Freundschaften reinkommen. Oh, es fühlt sich sehr schwer an, also hier dieser Kummer, der hier reinkommt, ja, der überschattet dich irgendwie, du willst das nicht mehr, du willst hier raus, ja, aber du weißt noch nicht so ganz wie. Fühle den Wert einer Freundschaft und denke mit dem Herzen. Also hier geht es darum, nicht mehr mit dem Verstand zu denken, ja, mit dem Verstand, der hat mir vielleicht wehgetan, der hat vielleicht etwas gemacht, was mich verletzt hat, ja, vielleicht hat der andere das auch gar nicht gesehen, sondern hier mit dem Herzen zu denken, nämlich das Herz sagt, ich möchte diesen Kummer nicht mehr, ich möchte mit dem Ass der Stäbe hier raus, ich möchte diese Freundschaft wieder, diese Freundschaft scheint dem Widder diese Woche, die hier irgendwo in die Unruhe gegangen ist, ja, in irgendwas Verborgenen, ja, wieder aufleben zu lassen. So, dann schauen wir doch nochmal mit den Krafttierkarten. So, welches Krafttier ist hier für den Widder, für die kommende Woche am beitragendsten? Welche Botschaft von welchem Krafttier darf ich den Widder für die kommende Woche übermitteln? So, die Fliege. Hier geht es drum, lästige Dinge loszulassen, Widerstände aufgeben und den Umgang mit Besitz, ja. Also wirklich nochmal zu überlegen, welchen Widerstand habe ich hier eigentlich aufgebaut? Warum ist diese Freundschaft vielleicht hier kaputt gegangen oder in die Unruhe gegangen? Es muss nicht unbedingt gleich eine Trennung sein, ja. Es kann auch sein, dass jemand einfach nur, ja, durch das Buch des Geheimnisses einfach, ja, viele Dinge nicht sieht, wie sie vielleicht sind, ja, es nicht wahrnehmen kann. Auf jeden Fall, der Widder fühlt sich sehr, sehr verlassen, hat ein schlechtes Gewissen vielleicht auch für das, was er gesagt oder getan hat hier. Und der Widder soll diese Woche wirklich lästige Dinge loswerden, beziehungsweise die Widerstände aufgeben, die hier zwischen dieser Nachricht, ja, dieser Kontaktaufnahme, entweder kommt jemand auf dich zu oder du sollst auf jemanden zugehen, ja, um hier diese Freundschaft, ja, die dir wirklich ja am Herzen liegt, ja, wieder ins gerade Licht zu rücken, hier ins Glück, ja. Wir schauen nochmal, was uns die Engel dazu übermitteln. Liebe Engelskarten, was darf ich dem Widder für die kommende Woche übermitteln? Was ist dem Widder hier am Beitrag? Welcher Engel bzw. welche Engelsbotschaft, um hier diese Thematik hinzukriegen?
Sei voller Hoffnungen und Vertrauen, denn es erscheint etwas Gutes, Neues, allerdings ist es für dich noch nicht sichtbar. Also, und das ist dieses mit dem Buch, das spiegelt sich ja auch wieder sehr, sehr schön wider. Etwas liegt noch im Verborgenen, ja? Etwas ist noch nicht sichtbar, was diese Freundschaft betrifft, ja? Aber, und das sagt es hier auch, etwas Gutes wird kommen, ja? Du sollst Vertrauen haben und die Hoffnung, dass hier alles wieder zu dem kommt, was dein Herz sich wünscht, ja? Dass ihr wieder vereinigt werdet, ja? Die Hauptenergie dieser Woche ist nämlich diese Chance auf das Wachstum dieser Freundschaft, gestärkt aus dieser unruhigen, ungeklärten Situation rauszugehen und wieder zueinander zu finden, lieber Witter. In dem Sinne, also bei dir geht es ganz klar diese Woche hier um Loslassen des Kummers, um das, was passiert ist, wirklich wieder nach vorne zu gehen und diese Freundschaft, also ich glaube, bei den Widdern geht es eigentlich hauptsächlich um Freundschaft. Für den einen oder anderen kann es natürlich auch hier um Liebesbeziehungen gehen, loszulassen, was einem nicht mehr beiträgt und dem Herzen zu folgen. In dem Sinne, lieber Widder, ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich hoffe, dass du das Buch des Geheimnisses für dich lüften kannst und dass du aus deinem Kummer, aus deinem schlechten Gewissen und deiner Verlassenheit rauskommst in das Wachstum, in die Weiterentwicklung und den Weg nach vorne. In dem Sinne, wenn dir mein Kanal gefällt, meine Videos, dann lass doch bitte einen Daumen hoch da, abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du eine private Legung möchtest, dann schau bitte auf der Kanalinfo nach. Dort siehst du, wie du mich erreichen kannst und eine private Buchung bei mir bekommen kannst. In dem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche, lieber Widder. Bis bald mal wieder. Tschüss.